Devande Guru Paradundum Bhakta Brinda Samanvitam Sri Chaitanya Prabhu Bande Nityananda Sauritam Sri Nanda Nandanam Bande Radhika Charana Dvayam Gopi Jana Samayuktam Brindavana Manoharam Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vaibhav Puri Goswami Namine Gauravani Pracharaya Dridha Sankalpa Mutaye Krishna Shakti Sarupaya Bhakti Pradayane Namaha Bancha Kalpatarubhyascha Kripasindubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Meine Sashtag Dandat Pranam zu den Lotusfüßen von meinem Gurudev und der Lila Pavishta Om Vishnu Pada Stotra Shata Shishma Bhakti Vaivav Puri Goswami Maharaj bet um seine grundlose Barmherzigkeit. Sitzt hier gerade bei seinem Pushpa Samadhi irgendwo in der Nähe von keine Ahnung wo, irgendwo in Italien, nicht weit weg vom Meer. Es ist irgendwo, das hat hier keinen Ortsnamen, weil es gibt keinen Ort. Es ist ein einziges Haus hier. Gunagrai Prabhu und Rukmini Devi leben hier. Der eine Sohn wohnt noch da. Wie viele Devotis hier in Italien, die haben einen wunderschönen Platz. Und ja, eins geht noch. Ich habe gestern ein kurzes Video gemacht, das ist sehr kurz geworden ist, weil die Moskitos dort in Terni einfach sehr hungrig waren und einfach begonnen haben, da loszufressen und mir es nicht erlaubt haben, da ein bisschen nachzudenken. So, wir haben gestern nur ein Viertelvers diskutiert, nämlich Svabhava Vijayam Shaurya. Was bedeutet wirklich Shaurya? Was bedeutet ein nicht unbedingt nur Held? Ich habe den ganzen Titel gegeben, wer nicht der Held ist. Shaurya bedeutet einfach die innere Fähigkeit, Dinge zu tolerieren und zu überwinden. So, was ist wirkliche Überwindung, was ist wirkliche, ein wirklicher Sieg, nämlich der Sieg über das eigene Selbst. Und man kann die Meinung natürlich auch noch, oder die Bedeutung von diesem Vers, beziehungsweise von dem einen Viertelvers hier, noch um einiges ausweiten. Beispiel ist, hier in dieser Welt, wir haben so viele Dinge, ne? Und wenn uns jemand was wegnimmt, dann sind wir sauer, falls uns jemand was stiehlt, ne? Dann versucht man diesen Dieb da auch irgendwie entweder zu erwischen oder eine reinzuhauen oder was auch immer, wenn man jemanden erwischt auf frischer Tat. Ne? Und wenn uns jemand eine Kleinigkeit stiehlt, dann kämpft man dagegen. Ne? Aber es gibt hier einen, der uns alles wegnimmt in dieser Welt. Das ist das Verrückte. Ne? Der uns unser Leben wegnimmt, unser Geld wegnimmt, unsere Familie wegnimmt, unsere Identität wegnimmt, unsere Geschichte wegnimmt, unsere alles, unsere Erinnerung wegnimmt. Mit dem müssen wir alle, mit dem werden wir alle konfrontiert, niemand kann dem auskommen. Aber was machen wir dagegen? Typisch österreichisch, kann man nichts machen. Ne? Nichts. So, das ist das Verrückte. Wir haben alle, wir stehen alle vor dieser Situation und vor dieser Person, die uns alles wegnehmen wird, mit Sicherheit. Und was macht man dagegen? Gar nichts. Ne? Das ist wirklich unglaublich. Wenn uns jemand 100 Euro wegnimmt, dann was weiß ich was alles. Dann zumindest auch, wenn wir jetzt nichts machen, es ärgert uns wahnsinnig und es stört uns, aber wenn uns der Tod alles wegnimmt und wir das wissen,
Also in diesem Sinne wird die ganze Welt, glaube ich, Österreich, die sagt, kann man nichts machen, ist halt so, ne? Aber hier, Krishna sagt eben, Swabhava Vijayam Shaurya, wer diese materielle Natur überwindet, der ist ein wirklicher Held. Ne? Swabhava Vijayam Swabhava, in der Sanskrit-Sprache hat viele, viele Bedeutungen natürlich. Ne? Vishwanatha Chakravarti Thakur beschreibt Swabhava Vijayam als einfach die Überwindung von Rajas und Tamas, von den niedrigen Qualitäten unseres Bewusstseins, unseres Körpers, nämlich Rajas und Tamas, einfach Unwissenheit und Leidenschaft zu überwinden und angenommen zum Beispiel Schriften studieren, etwas, was man halt nicht so gern macht. Ne? Bücher lesen macht ja kaum jemand. Wir reisen hier gerade von Haus zu Haus in Italien mit Pujapad Vishnu Maharaj und in jedem Haus gibt es Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita und ungefähr 50 andere Bücher, mindestens, wenn nicht mehr, unserer Acharyas. Aber kaum jemanden interessiert es noch, was drinnen steht in den Büchern. Ne? So Swabhava Vijayam bedeutet, ein Buch in die Hand zu nehmen und drinnen zu lesen und nicht nur zu lesen, um zu sagen, okay, ich habe Srimad Bhagavatam gelesen, sondern zu lesen und zu versuchen zu verstehen, was da wirklich drinnen steht, ne? Was mir das wirklich sagen will. So ein Viertel Vers von diesem Srimad Bhagavatam, von den 18.000 Versen vom Srimad Bhagavatam, ein Viertel Vers sagt mir Swabhava Vijayam Shauryam. Es ist wirklich Tapferkeit. Es ist wirklich eine Überwindung, seine materielle Natur zu besiegen. Ne? Das ist wirkliche Shauryam, das ist wirklich ein echter Sieger. Okay, Moskitos gibt es auch hier, die kommen schon langsam, sind aber nicht so schnell wie in Terni, nicht so entschlossen, die kommen hier schon langsam. Dort sind sie einfach hingeflogen und haben begonnen zu saugen. Na, ist hier alles Natur, sind die Devotis, sie haben wunderschöne Plätze in Italien. Leben alle sehr nice, bauen sich ihr eigenes Gemüse an und ihre eigenen Früchte. Das ist sehr nice. Wird aber kaum gepredigt noch. Ne? Überall die meisten Devotis sind sogar älter als ich. Die meisten so. Ganz wichtig auch diese Botschaft weiterzugeben. Das inspiriert mich auch mehr. Hier einfach auch dieses Wissen zu geben. Krishna gibt so geniale Schlussfolgerungen für unser tägliches Leben, so als wäre eigentlich ein Verbrechen, das nicht weiterzugeben. Und deswegen auch, habe ich gedacht, eins geht noch. So, Swabhava Vijayam Shaurya. Was ist der wirkliche Sieg im Leben? Ne? Wer ist wirklich ein Held in dieser Welt? Ist, wer einfach beginnt, dieses Srimad Bhagavatam wieder zu verstehen. Einfach wer zu sich selber kommt, zu seinem wahren Ich, wenn mich Rajas und Sattva, also Tamas und Rajas überwindet, einfach diese niedrigen Dinge, diese Welt auszubeuten und faul zu sein und was weiß ich, was alles, was einem einfach in dieser Welt hier festhält. Ne? So, wenn man das überwindet und dann ist es echt ein Helden, echtes, dann ist man wirklich ein Held. Und der größte Sieg in dieser Welt, den man erlangen kann, ist der Sieg über den Tod. Das ist aber niemand versucht zu kämpfen, weil jeder denkt, es ist unmöglich. Ne? Man gibt gleich mal auf, da kann man eh nichts machen. So was kann man machen, um den Tod zu bezwingen. Eigentlich braucht man gar nichts machen, um den Tod zu bezwingen, weil wir ohnehin nicht sterben. So, die Seele stirbt nicht. So, man muss einfach nur man selber sein. Das ist alles, was notwendig ist. Und wie wird man selber? Narad Muni, Narad Pancharatra sagt, Sarvopadi vinirmuktvam tat paratvena nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhaktir ucchate. Nimm alles weg, was nicht du bist. Ne? Sarva Upadi, Vinirmuktvam. Wenn du alles entfernst, was nicht du bist. Ne?
alle Schichten, wenn man alle Schichten entfernt und alle falschen Bezeichnungen und Labels, die man sich da gibt und Schubladen, in die man sich reinlegt, wenn man das alles wegnimmt, was bleibt über? Tat Paratvena Nirmalam. Was bleibt über? Krishna bleibt über. Ich bleibe über als Seele. Wenn ich alles wegnehme, was diese Seele bedeckt, alles Grobe und Feine, dann bleibe ich über als Seele und die Seele ist niemand anderes als ein kleines Teilchen von der Überseele von Krishna. So Tat Paratvena Nirmalam. Dann ist man völlig rein und ist einfach eine Seele. Und was immer man dann macht, Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Uchyate, was immer man in diesem Bewusstsein macht, nämlich, dass ich nichts mit dieser Welt zu tun habe, dass ich einzig und allein nur Krishna gehöre, was immer ich dann zu seiner Freude mache, Rishikena Rishikesha Sevanam, was immer ich dann mit diesen Sinnen, die ich bekommen habe, die ich aber nicht bin. Man muss ja verstehen, dieser Körper ist ja nicht schlecht. Diesen Körper zu haben, ist ja ein wahnsinnig tolles Geschenk. Nichts Schlechtes daran. Aber zu denken, man ist der Körper, das ist das Problem. So, was immer ich mit dem reinen Bewusstsein mache, wenn ich verstehe, ich bin das alles nicht, aber ich habe das jetzt bekommen, wenn ich das verwende für Krishna, der der Meister ist von all diesen Sinnen, dann nennt man das Bhakti. Und diese Bhakti, die bezwingt den Tod. Und das ist das Einzige, und das ist das, was den Menschen auch so besonders macht, weil der Mensch der Einzige ist hier im Universum, der den Tod bezwingt. Nicht mal die Halbgötter, die schaffen das auch nicht. Die Halbgötter schaffen das auch nicht. Warum nicht? Weil sie ihn gar nicht spüren, diesen Tod. Das ist das Problem. Auf den himmlischen Planeten, du wirst nicht alt, du wirst nicht schwach, du wirst nicht müde, der Körper stinkt nicht, der Körper wird nicht krank. So, man spürt gar nicht, dass man irgendwann einmal hier so stirbt. Und hier auf dieser Erde aber ist der Tod ja nicht nur ein Augenblick. Mein Tod ist an sich ja nur ein Moment. Tod finisht aus. Ne? Ist nur ein Moment, aber die ganze Zeit, bis es soweit ist, spürt man das in diesem menschlichen Leben. Ne? Haare werden weiß oder weniger, die Zähne fallen raus. Die Verdauung wird schwächer, die Gelenke tun weh, die Augen werden schwächer, die Ohren werden schwächer, alles Mögliche. Ne? So, das ist alles schon der Prozess vom Sterben. Ne? Der dauert halt einige Jahrzehnte, ne? Hier im menschlichen Leben. Und das ist die Segnung, dass die Menschen diesen Prozess da spüren und sich dessen bewusst sind. Tiere sterben auch langsam. Tiere. Aber die kriegen es nicht mit, die können mit dem Wissen nichts anfangen, dass sie schwächer werden. Die bereiten sich dann auch aufs Sterben vor, aber die können das nicht transzendieren. So, der Mensch hat eben diese Möglichkeit bekommen und deswegen nennt man diesen Planeten hier Mrityuloka. Das ist der Planet, wo man stirbt und wo man sich des Todes auch bewusst ist, wo man dieses Sterben auch bewusst mitkriegt. Ne? Und das ist die größte Segnung für diesen Planeten. Vom ganzen Universum, die Lebewesen möchten auf diesem Planeten hier Geburt nehmen. Weil hier kannst du das Sterben erleben und du kannst das Sterben aber auch transzendieren. Im Bhagavatam wird gesagt, Kalpayusham stanna janat punabhavat kshanayusham bharata bhujayovaram kshanena martena kritam manasvena sanyasa samyant abhayam padam hari. Millionen Jahre auf den himmlischen Planeten zu leben, ist nicht so toll, weil punabhavat, man muss wieder Geburt nehmen. Kalpayo Shamstana Janat, wenn man für Kalpas lebt. Ein Kalpa sind 1000 Yoga-Zyklen, das sind 4 Milliarden Jahre ungefähr, 4, irgendwas Milliarden Jahre, Sonnenjahre. Wenn man so lange auf den himmlischen Planeten lebt, ist es nicht so besonders, weil Punarbhavat, man muss wiederkommen. Aufgrund dieses, weil man wiedergeboren werden muss, wenn man dort ist, weil man dort keinen Wunsch entwickelt, hier rauszukommen. Und im Vers davor wird gesagt, Nayatra Narayana Padas Pankaja Smriti Pramushtatisha Indriyotsavat. Du kommst hier, dort ist ein tägliches Festival von Sinnengenuss, das so extrem ist, dass du alles vergisst und dass du sogar die Lotusfüße von Krishna nicht mehr im Geist behalten kannst. Dort hast du keine Moskitos, die das Leben schwer machen, so wie hier in Italien, wenn man 10 Minuten über irgendwas spricht, fressen sie einen auf, also sind auch nicht besser hier als in Terni.
bisschen harmloser, aber sie kommen schon. So, das hat man dort nicht. Deswegen wünscht man sich auch nicht, von dort rauszukommen. Hier, egal wie schön es ist, irgendwas passt nicht und meistens ist sie gar nicht so schön. Und auch wenn es so schön wird, der Körper verfällt und man kriegt das mit, bewusst. Und dann kann man rauskommen. Aber Kshanayusham Bharatabhujayobaram, ein Moment hier in diesem Bharatvarsha zu leben, auf dieser Erde zu leben, speziell natürlich der indische Subkontinent, aber Bharatvarsha bedeutet die ganze Erde. Kshanayusham Bharatabhujayobaram, das ist besser. Besser hier zu leben, einen Moment, weil durch dieses momentane Leben, Kshanena Martena Kritam Manasvena, jemand, der Manasvin ist, jemand, der nachdenklich ist, ne? Jemand, der seinen Geist verwendet und seinen Geist nach innen richtet, seinen Geist auf die ewigen Dinge richtet, seinen Geist auf die Aussagen der Schriften richtet, jemand, der seinen Geist verwendet, um an Gott zu denken. Er, Kshanena Martena Kritam Manasvena, durch dieses momentane Leben auf diesem Erdenplaneten, Kama Sannyasa Samyant Abhayam Padamhari. Man kann, indem man Loslösung entwickelt, wenn Loslösung entwickelst nur hier auf dem Planeten, weil es einfach nicht passt. Aber es ist nicht so extrem, dass es dich völlig fertig macht wie in den höllischen Planeten. Da ist natürlich noch mehr Leid, aber da ist das Leid so extrem, dass du überhaupt an nichts mehr denken kannst. Ich meine, niemand kann Hare Krishna chanten, wenn er gefoltert wird. Ne? Niemand kann meditieren, wenn er gerade mit glühenden Kohlen behandelt wird oder was auch immer, oder gerade frittiert wird oder was auch immer dort alles auf den höllischen Planeten passiert. Ne? So, aber hier auf der Erde ist es so, dass es gerade so unangenehm ist, dass es noch zum Aushalten ist, aber auch nicht so perfekt ist, dass man alles vergisst. So, hier ist der perfekte Kshanena Martena Kritam Manasvena Sannyasa Samyanta Bhayam Padamhari. Man kann hier den Wunsch entwickeln, von dieser Materie losgelöst zu werden. Das ist der beste Platz im ganzen Universum, ist diese Erde, wo man das entwickeln kann. Deswegen wollen viele Weise hier auf dem Planeten Geburt nehmen, obwohl alles so mühsam ist. Und speziell in dem Kali Yuga ist es noch einfacher gemacht, weil das Kali Yuga, da ist wirklich nichts, an was man angehaftet werden könnte. Es ist einfach, einfach, wie die Menschen drauf sind, wie die Regierungen drauf sind, wie die Gesellschaften drauf sind, gibt es wenig, wo man sich wirklich da jetzt verstricken möchte. So, das ist echt eine glorreiche Zeit. Gleichzeitig Chaitanya Mahaprabhu hat sein Prem Naam Sankirtan hierher gegeben, was nie gegeben hat zuvor, einfach den heiligen Namen zu chanten mit Gauranga Mahaprabhus Segnungen, der uns einfach nach Goloka Vrindavan bringt. So, der beste Platz. Und Bhagavatam, die Halbgötter, sagen das eben auch. Kshanena Martena Kritam Manasvena Sannyasa Samyant Abhayam Padamhari. Du kannst einfach diesen Planeten erlangen, wo es keine Angst mehr gibt. Und das ist der Planet von Hari. Das ist Goloka, Vaikuntha. So, das ist das Beste. Und das sind die wichtigen, das ist wirklich der beste Sieg, ist der. Parambijayate Krishna Sankirtanam. Der wirkliche Sieg ist der Sieg über diese ganze Materie hier, die uns einfach das Leben schwer macht hier. Unsere Seele, die wir eigentlich Satchitananda sind und die wir nicht atmen müssen und nicht trinken müssen und dann nicht auf die Toilette gehen müssen. Wir müssen das alles hier machen und hier als Menschen müssen wir das alles auch erfahren und dürfen wir uns eigentlich dem allen auch bewusst sein und werden. Nicht alle schaffen es. Also ohne spirituellen Meister wirst du nicht einfach bewusst über die Situation, in der du das selber steckst. Ne? Und Guru ist derjenige, der dir einfach das die Augen öffnet. Ajnana Timirandasa Gyananjana Shalakaya. Da öffnet dir die Augen und du siehst einfach, wo du bist. Und Guru ist aber auch derjenige, der dir sagt, hey, come on, werde einfach ein Held. Ne? Werde ein wirklicher Held und überwind den Tod. Das sind die wahren Helden. Nicht diejenigen, die da tausende Menschen vielleicht in der Schlacht besiegen oder die eine Goldmedaille gewinnen. Das ist alles schwierig. Das ist alles auch großartig. Aber die wahren Helden sind die, die den Tod überwinden. Das ist der beste Sieg und das
ist, wofür wir Menschen geworden sind. Das ist wirklich der Sinn unseres Daseins, ist so ein Held zu werden, nämlich den Tod zu überwinden. So, was bleibt uns anders über? Was sollte man sonst machen, als ein Held zu werden? Ich kann mir wirklich nichts Besseres vorstellen. So, ich sitze hier bei Guru Mahal Samadhi und bete um seine Barmherzigkeit, dass er mir die Kraft gibt, da weiterzumachen und den Weg zu gehen. Einfach zurück, back to home, back to Godhead. Prabhupada hat den Slogan klar gemacht. So. Und der beste Weg ist Sadhu Sangha, Harinami, Matra Chai Sangsara Jinete. Aro Gaun warst du nein. Es gibt keinen anderen Weg als Sadhu Sangha und Harinamas. Also, nehmt die Gemeinschaft von Heiligen, chantet die heiligen Namen, hört sein Lila und mit voller Freude kann man zurück zu Gott gehen. Go Premanande Hari Hari Bol.